Hallo zusammen, bitte zuhören. Danke. Herr Lindner, und ich weiß, dass du sie hören wirst, denn der Verfassungsschutz beobachtet natürlich diesen Kanal. Und bei diesen vielen tausend Abonnenten wird es bestimmt jemanden geben, der dir das zutragen wird. Du bist ein Asozialer. Und das ist völlig gerechtfertigt, dass ich dich als so einen bezeichne, denn ein Asozialer ist jemand, der gegen die Gesellschaft und, wie der Name schon sagt, antisozial sich benimmt. Was hast du dir nur dabei gedacht, in der schwersten Krise seit 80 Jahren so derart ausschweifend, krampfhaft der Bevölkerung zu zeigen, was du von ihr hältst? Du spuckst damit allen ins Gesicht, allen denen, die demnächst nicht mehr wissen, wie sie Rechnung bezahlen sollen, wie sie ihre Nahrungsmittel bezahlen sollen und wie asozial, empathielos und ohne jegliches Fingerspitzengefühl muss man sein, um ausgerechnet in so einer Krise so eine ausschweifende Party zu zelebrieren. Du bist ein Versager, der nur durch das politische Wahlsystem irgendwann wieder nach oben gespült wurde. Du bist sogar deutscher Wirtschaftsminister und gerade in diesem Amt muss man doch zumindest ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen, die dich doch letztendlich überhaupt bezahlen. Nichts dergleichen legst du an den Tag. Und deshalb möchte ich dir sagen, das alles wird nicht vergessen sein. Ich werde dafür sorgen, dass es niemals vergessen wird. Und das ist keine Drohung, nein, das ist ein Versprechen. So ist es. Love, peace and harmony.